Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde mich heute mit meinem Liebling beschäftigen, mit dem T-Modell. Der Wagen wird heute neue Bremsleitungen bekommen. Bei der Gelegenheit werde ich auch eine neue Kraftstoffleitung herstellen, aber bevor ich beginne, zeige ich dir, womit ich mich aktuell nebenbei beschäftige. Meine C-Klasse wird gerade entrostet und im nächsten Schritt werde ich die betroffenen Stellen lackieren. Ich finde, dass es ein sehr interessantes Thema ist, deshalb lade ich dich zu dem Video ein, das am 14. Oktober erscheinen wird. Jetzt aber zurück zu den Bremsleitungen. Ich stehe kurz davor, die Hinterachse einzubauen. Deshalb möchte ich als Vorbereitung die Bremsleitungen und die Kraftstoffleitung austauschen. Die korrodierte Kraftstoffleitung ist bei der Demontage der Hinterachsaufnahme undicht geworden. Deshalb ist der Austausch unbedingt notwendig. Dazu komme ich aber später. Ich werde mit den Bremsleitungen beginnen. Ich habe die Bremsleitungen bereits ausgebaut. Das ist die Bremsleitung von der Fahrerseite. Beide sehen nicht gerade gut aus, da sie im Betrieb mit einem Druck von bis zu 600 Bar belastet werden, möchte ich an der Stelle keine Kompromisse eingehen. Deshalb werde ich beide Leitungen durch neue ersetzen. Es gab schon bei der Demontage große Probleme. Ich musste die Leitung an einer Stelle abflexen, weil die Befestigung sich nicht lösen ließ. Außerdem habe ich unten am Boden beim Lösen eines Halters einen Gewindestift abgerissen. So sieht es jetzt aus. Ich werde an der betroffenen Stelle den Rost entfernen müssen und anschließend einen neuen Gewindestift anschweißen. So, jetzt aber zurück zu der Instandsetzung der Bremsleitungen. Es gibt dafür zwei Optionen. Die erste Option, das ist Ersatz durch bereits gebogene, also fertige Bremsleitungen. Diese Lösung ist aber relativ teuer und zusätzlich bekommt man die Leitung in mehreren Stücken, die dann zusammengeschraubt werden müssen. Zweite Option, die Leitung selber biegen. Der Vorteil, der bei dieser Lösung entsteht, das ist der deutlich günstigere Preis. Zusätzlich wird die Leitung in einem Stück angefertigt, sieht also genauso aus wie das Original. Ich habe mich fürs Biegen entschieden. Ich habe dafür eine ganz einfache Stahlbremsleitung als Meterware gekauft und habe mich somit gegen eine Kupfernickelleitung entschieden. Eine Kupfernickelleitung, auch Kunifer genannt, ist eine hervorragende Alternative, die nie Rostprobleme hat. Leider muss die Bremsleitung trotz ABE beim TÜV eingetragen werden. Eine Eintragung ist selbstverständlich möglich. Dabei entstehen aber sehr oft unangenehme Diskussionen mit dem Prüfer. Und das ist einfach sehr aufwendig. Davor hat mich auch mein Kumpel gewarnt, der bei der DEKRA als Prüfer arbeitet. Deshalb habe ich mich für die Stahlbremsleitung entschieden. Da ich den Wagen nur beim trockenen und schönen Wetter fahren werde und die Bremsleitung nach dem Einbau zusätzlich mit dem Seilfett geschützt wird, wird auch diese Leitung eine Ewigkeit halten. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Quatschen. Ich komme jetzt zur Sache. Das ist die Bremsleitung mit dem Durchmesser von 4,75 mm. Sie wird gleich gebogen und gebürdelt. Benötigt werden auch die Verbindungsstücke und selbstverständlich passende Werkzeuge, die relativ günstig sind. Ich habe dir alle Werkzeuge und Materialien in der Videobeschreibung verlinkt. Im ersten Schritt müsste die benötigte Länge zugeschnitten werden. Das kann man ganz einfach mit Hilfe einer Schnur ermitteln. Ich habe mich für eine andere Vorgehensweise entschieden. Ich werde aus dem Vollen arbeiten und werde zum Schluss die Überlänge abschneiden. Um sicherzugehen, dass ich den richtigen Verbinder verwende, nehme ich die Bremsleitung und prüfe, ob er passt. Ja, das sieht schon ganz gut aus. So ist es sichergestellt, dass man später keine böse Überraschung erlebt. Jetzt kann ich die Leitung ein wenig strecken und stecke den Verbinder drauf mit dem Gewinde nach außen. Jetzt kommt das passende Werkzeug zum Einsatz. Wir haben hier Durchmesser 4,75 mm. Das entspricht 3 16 Zoll. Deshalb nehme ich das passende Stück. Jetzt wird die Leitung in der passenden Öffnung aufgenommen. Selbstverständlich hier auch bei 3 16 Zoll. Der Überstand soll der Dicke von der Scheibe entsprechen. Deshalb stelle ich das ein. Ja, jetzt wird es festgemacht.
Jetzt wird das Pressstück ins Rohr reingesteckt und dann geht's los. So, jetzt lösen und dann ist es fertig. Eine Sache gefällt mir nicht. Die Farbe ist in dem Bereich, wo das Rohr gespannt wurde, abgegangen. Na gut, werde ich vor dem Einbau erneuern müssen. Aber so sieht es nicht schlecht aus. Gefällt mir ganz gut. Diese Bördelung entspricht der Form F nach DIN 7423-4. Und jetzt komme ich zu dem Biegen. Dabei werde ich diese Zange verwenden. Hier kann man drei verschiedene Durchmesser aufnehmen. Durchmesser 4,75 wird in der Mitte aufgenommen. Die alte Leitung wird als Vorlage verwendet. Hier werde ich jetzt ein Stück gerade machen. Und dann lege ich los. Ich werde jetzt die alte Leitung an der neuen mit einem Kreppband befestigen. So ist die Position der Leitung fixiert und man kann dadurch viel leichter arbeiten. So, jetzt bin ich an der Stelle angekommen, wo ich die Leitung abgeschnitten habe. Das heißt, ich werde jetzt die passende Länge ermitteln müssen. So, ich habe das praktisch kurz vor der Schraube abgetrennt. Das heißt, ich müsste ca. 2-3 mm länger abschneiden als die Schraubenlänge oder Verbindungsstücklänge. Das werde ich mit einem Kreppband markieren, damit es leicht zu sehen ist. Und dann wird es mit dem Werkzeug abgeschnitten. So, jetzt wird die abgeschnittene Leitung noch schnell entgratet. Dafür verwende ich einen Bohrer. Und jetzt wird wieder gebürdelt. Erstmal das Verbindungsstück aufstecken und dann die gleiche Prozedur wie an dem anderen Ende. Und so sieht es aus. Das ist aber die gleiche Problematik wie am Anfang. Hier ist auch die Farbe abgegangen. Die muss also erneuert werden. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz gut geworden. Jetzt noch ganz kurz, bevor ich zu der Kraftstoffleitung komme, zeige ich das Ergebnis. Die andere Bremsleitung wird genauso gemacht. Bei der Kraftstoffleitung gibt es aber einen anderen Ablauf. Dort wird keine Bördelung durchgeführt, weil die Leitung mit einem Kunststoffschlauch verbunden wird. Das Biegen funktioniert aber genauso. An dieser Stelle muss aber eine andere Zange eingesetzt werden, weil wir mit einem größeren Durchmesser zu tun haben. Ich werde dafür eine ganz einfache Stahlbremsleitung verwenden mit dem Durchmesser 8 mm. Sie ist dafür perfekt geeignet. Und das ist dieses Werkzeug. Sieht praktisch genauso aus, ist nur dementsprechend größer.
Da das Biegen unspektakulär ist und genauso funktioniert wie bei der Bremsleitung, werde ich das nicht zeigen. Ich bin gespannt, was du darüber denkst. Macht es Sinn, die Leitung selber zu biegen oder ist es sinnvoller, eine fertige zu kaufen? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Wenn du weitere Folgen von mir sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.